Servus Leute und willkommen zurück zu Urban Empire. So, weiter geht's in Kaisershafen mit unserem verrückten, aber schlimmen System. Oh mein Gott, ich hoffe, da gewinnen wir gegen die liebe Dussi da drüben. Zu Beginn der Epoche 3 steht zum ersten Mal, das wissen wir schon alles. Das wird eine knappe Partie werden. Bei der Bürgermeister wird bestimmt wer die nächsten 6 Jahre. Ja, ja. Oh, wir müssen da schauen, was wir machen. Entweder... Wir könnten jetzt... Ja, wir können eigentlich nichts machen, großartig. Ja, appellieren sie an die Parteien, hahaha. Ha, ha. Ja, ich weiß, dass ich mich äußerst geschickt verhalten muss, das ist mir schon klar. So, die machen wir mal. Das sind die, das sind jetzt die Fortschrittspartei. Die werden wir auch dann mal so einen Gefallen einfordern. Dann tun wir bei denen auch nochmal. Das braucht die Stadt. Und die Kommunisten, die Petroma. So, gut. Das war das einmal. Bei den anderen sagen wir noch bitte. Und ich glaube, das ist dann nicht so schlecht. Ja, wieso? Das verstehe ich manchmal nicht, wenn ich zu viel will, dass ich dann das ins Gegenteil hin, oder? Dass die wenigen privilegierten Bürger zugute kommen würde. Genau, so, gut. So, jetzt lassen wir die Abstimmung laufen. Ich hoffe, dass die, da können wir irgendwie jetzt machen. Ich will jetzt großartig. Wären wir noch ganz kurz. Ja. Jetzt kommt das auch noch. Bibliothek mit Aristoteles und mehr Zeit in Bussen und U-Bahnen verbringen. So, passt. Die nächste Forschung wird sein, ich hätte jetzt wahrscheinlich die Handwerker schon gebraucht, die Volksmeinung wäre auch interessant, die Fernseher hätte ich gebraucht, meine ich. Die Volksmeinung wäre vielleicht interessant. Die werden wir mal erforschen, die hätte ich wahrscheinlich vor der Wahl noch benötigt. So, Stadtrat kurz hineingehen. Wir werden schauen, ob wir nicht welche Verordnungen treffen können, dass wir irgendwie kostenlose Stadtbahn. Das werden wir vorschlagen. Und die Vorschrift für die Hygiene in Restaurants werden wir vorschlagen. Und dann werden wir noch die Besteuerung überall um. Was? 90k? Ich krieg das nicht durch. Wir haben so wenig Gewinn, dass wir die... Ja, das müssen... Ich hoffe, dass ich die Wahl diesmal gewinne und nicht irgendwie... Ich weiß nicht, was ich da machen kann jetzt am besten. Wir könnten jetzt noch sagen, irgendwas von unserem Privatvermögen irgendwie einsetzen. Medizinische Forschung. Sie sind entschlossen, die öffentliche Gesundheit in Kaisershafen zu verbessern. Welche Bereiche der medizinischen Forschung soll Ihrer Ansicht nach zurzeit priorisiert werden? Antibiotika oder Volksgesundheit? Ich finde die komplette Gesundheit ist wichtig. Etwas, das du den Rettungssanitätern lieber nicht erklären möchtest. So, Gesundheitswesen. Und die Evolutionstheorie. Die Fortschrittspartei verlangt, dass der Rat von Kaisershafen öffentlich die Evolutionstheorie Charles Darwin unterstützen soll. Dies hat die Christdemokraten sehr entzündet. Wie stehen sie zur Angelegenheit? Sie sehen genauso wie die Fortschrittspartei. Und ich hoffe dadurch, dass ich das ein bisschen hinbekomme. Das Ganze bei der Abstimmung. Es wird so eine knappe Partie. Hiermit wird der Antrag, die Gesetze Bodenverschmutzung zu verabschieden. Sie unterstützen den Antrag auf jeden Fall. So, Nationalrat. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt irgendwie hinbekomme. Unsere Stadt steht wirklich gut da vom Geld her und so weiter und so fort. Und drückt mal bitte jetzt die Daumen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ich will jetzt gar nicht so viele Abstimmungen machen. Kostenlose Stadtbahn, die kriegen wir durch. Da brauche ich nicht überlegen viel. Und die Hygiene werden wir auch durchbekommen. So, da brauchen wir auch nicht. Ich hoffe, dass das auch bei der Bürgermeisterwahl so ausschaut. Halt, wir arbeiten ja, wir sind ja der perfekte Bürgermeister. Die Stadt hat 16.000 Einwohner. Funktioniert einwandfrei, die Stadt. Und was will man eigentlich mehr?
24:14 kriegen wir durch. Abstimmung beginnen. Ja, wir sind Bürgermeister, halt, wir sind Bürgermeisterin. Schön. Bei der Kaisermeier wird bestimmt, wer die nächsten 6 Jahre hat. Abstimmung erfolgreich. Das bedeutet, wir haben es geschafft. Na, bleibt das Spiel jetzt hängen? Nein. Gut. Wir haben es geschafft. Wir können weitere 6 Jahre regieren. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen aufpassen, dass wir nicht uns mit irgendwelchen Parteien zu sehr verzoffen und dann einfach das Ganze nicht mehr hinhaut. Ich würde jetzt sagen, schauen wir gleich mal in den nächsten Bezirk. Den haben wir, soweit ich weiß, schon fertig gehabt. Genau. Na, da hätten wir jetzt die Stadtbahn jetzt nachher noch dazu. Schauen wir mal, was die kosten würde. 750. Boah, bist du Wahnsinn. 7,5 Millionen. Vergiss das einmal. Wir werden versuchen, zuerst einmal hier Bezirk verändern. Und den auf Maximum, auf hoch zu stufen. Den kriegen wir nicht durch, oder? Die verstehen nicht, dass durch einen dichten Bezirk wir mehr Einnahmen haben. Das Problem unserer ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt immer am besten hinkriege. Schauen wir einfach, dass wir hier mal das nächste freischalten. Das Bussystem, Mülleimer, die Stadtbahn kommt einmal nicht, aber das Asphalt, die Asphaltstraßen. So, normale Abstimmung, in Ordnung. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir, dann können wir einfach laufen lassen. Nein, wir können nicht laufen lassen, wir haben keine Forschung am Laufen. Wieso haben wir keine Forschung am Laufen? Weil die Volksmeinung schon fertig ist. Und würde ich sagen, als nächstes gleich noch. Kosmetik, Trioden. Ich finde Fernsehen ganz wichtig. Forschung beginnen. Weil wir da gut wahrscheinlich Werbung drüber machen können. Und Propagandasachen durchlaufen lassen können. Und hier brauchen wir noch extrem. Zur Verfügung steht auf die Fordern um einiges höher alles. Da müssen wir schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. So, Bezirkveränderung kriegen wir mit Leichtigkeit durch. Aber das erste Mal Bürgermeister, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh darüber, dass wir das so doch nachher relativ easy zusammenbekommen haben. Und bin eigentlich stolz darüber, dass ich das geschafft habe dieses Mal und nicht so wie letztes Mal, dass wir da, keine Ahnung, nachher komplett abgesagt sind. Ich glaube, die erste Stadtbahn, die müssen wir einfach schauen, dass wir, da müssen wir mehr Kohle einfach haben auf der Seite. Bin mir noch am überlegen, wie wir am besten jetzt Geld erwirtschaften noch. Wir verdienen zwar ordentlich viel, aber es ist halt jetzt auch noch nicht so die das Mörderkohle, weil 7,5 kostet es halt, die Stadtbahn zu entwickeln. Wir sollten auch mal wieder schauen, ob im Hafen, da geht nichts. Und dann müssen wir noch ganz hinaufgehen. So, Bürgermeister, vom Bürgermeister empfohlen. Das erfolgreiche Unternehmen Café ist in Farnham ansässig. Der Besitzer wurde gerne mit der Angabe empfohlen vom Bürgermeister werben. Wenn sie ihm Erlaubnis dazu erteilen, wird das Unternehmen ihnen eine große Spende zukommen lassen. Sage ich mal, okay, wir kriegen 5000, das ist jetzt nicht so viel, aber das ist schon in Ordnung, halt, das können wir schon machen. Institut upgraden können wir auch nichts, gut. Jetzt können wir noch schauen, ob wir das Institut upgraden können, unser Energiewerk, das hier, das würde mich noch interessieren, das können wir auch nicht. Und dann können wir noch schauen, ob wir das zentrale Krankenhaus upgraden können, da gibt es auch keine Upgrades. Und sonst ist, soweit ich weiß, kein wirklicher Dienstleistung empfehlen. Ja, das war's eigentlich. So, dann können wir die Bezirksveränderung durchboxen. Wir kriegen gerade wirklich jede Abstimmung schön durch. Das funktioniert gerade einwandfrei. Und die Kosten kann sich halt die Stadt gerade wirklich ganz easy leisten. So, jetzt ist immer kurz runtergefallen auf 60, 50. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, einfach die nächsten Städte, die nächsten Gebiete auf Maximum aufzuschalten. Wir probieren das einmal bei dem Gebiet hier aus. Ich glaube, dass das ganz gut ist. Dass wir da eine dichte Besiedlung machen. So, Fernsehen. Fernsehen ist der neueste Trend. In der Stadtverwaltung macht Pläne, wie man das
Wie man sich dem neuen Zeitalter des Fernsehens am besten annähern? Wie stehen Sie zum Fernsehen? Es ist ein Mittel, um die Bevölkerung zu kontrollieren, es ist ein Mittel, um die Bevölkerung zu informieren, es ist ein Mittel, um die Bürger zu vernetzen. Ich finde zu informieren ganz wichtig. Über das Fernsehen, über alle möglichen Dinge, was halt sozusagen anstehen. So, schauen wir mal. Bezirkveränderung, kriegen wir die durch? 1622, das ist natürlich scheiße. Die haben wir minus 3 wohnen wollen. Da sind wir bei plus 4, da werden wir mal. Da sollte einem einiges darüber gehen. Da sind wir bei minus 2. Bei denen sind wir auch beim. Ja, die Abstimmung kriege ich nicht durch. Die Abstimmung kriegen wir nicht durch. Das verstehe ich zwar nicht, warum wir nicht den Bezirk vergrößern wollen, dass da mehr Leute drinnen wohnen, aber okay. Wenn der Stadtrat das so entscheidet, dann müssen wir uns drüber. Ah, können wir uns nicht drüber hinwegsetzen, so wie ist eigentlich die richtige Formulierung. Schauen wir mal, was hier oben ausschaut. 1,6 200.000 im Monat. Schauen wir uns mal, ob wir es dadurch bekommen, vielleicht. Da ist es aber genauso schlimm. Das Problem ist gerade, dass wir nicht genug Kohle haben. Das können wir aber indem lösen, indem ich hier mal einen Bezirk 9 mache und das Ganze wärmer. Was ist denn das für eine Bezirksform gewesen da jetzt gerade? So, und das ist nachher der nächste Bezirk. So, den planen wir und den leisten wir uns vom Privatvermögen. Somit generieren wir gleich mehr Einnahmen wieder. Am Anfang kurze Zeit weniger, aber das geht sich nachher relativ schnell in die andere Sache hinaus. 67, komm, das muss wieder steigen. 70 genau steigt. So, Miss Kaisershafen. Sie hatten die Idee, einen Schönheitswettbewerb zur Ernennung von Miss Kaisershafen abzuhalten. Sich selbst haben Sie dabei als Richter vorgesehen. Was erwarten Sie von einer möglichen Siegerin? Sie sollte jung, gesund und schön sein, sie sollte bescheiden sein und einen guten Ruf haben. Die Einwohner von Kaisershafen sollen abstimmen, um die Siegerin zu ermitteln. Finde ich, ist immer das Sinnvollste. Bevölkerung sollte einfach abstimmen dürfen. Gut, wir haben jetzt 114.000 im Plus, 5 Millionen sozusagen auf der hohen Kante. Jetzt ist die Frage, können wir, die Startbahn werden wir uns nicht leisten können. Was ist mit Dunhafen? Was fehlt hier noch? Dunhafen wird auch nur mehr die Stadtbahn fehlen. Das bedeutet, gehen wir gleich zum nächsten hinüber. Bezirksverändern. Da wäre noch die Dichte zum Ändern zuerst. So, machen wir mal hier das Upgrade auf das nächste Ding. So, Änderung bestätigen. Das Busnetz aufbauen. Die Mülleimer aufbauen. Das kostet jetzt nicht so viel. Und sollte man eigentlich durchbekommen. Wir müssen auch jetzt noch einmal die Verordnungen wieder anschauen, weil da sind jetzt ja einige Forschungen fertig geworden in der letzten Zeit, kurz bevor wir fertig geworden sind. Sie wurden von einem Vater aufgegeben, der sich immer mehr für Dinge als für Menschen interessierte. Manche Kinder hätten sich dabei vernachlässigt gefühlt, doch ihnen ging das nicht so. Was ist das Wichtigste, was Sie von Ihrem Vater gelernt haben? Sie wissen besonders die Freude daran zu schätzen, zurückgezogen und auf sich allein gestellt zu arbeiten. Sie wissen besonders Ihr Interesse an Medizin zu schätzen. Sie wissen besonders zu schätzen, dass Ihnen die gleichgültig ist, was andere Menschen denken. Medizin. So, schauen wir mal. Fernsehen ist die Plage, der jeder gerne mit Hassliebe. Das ist keine Plage, das ist heutzutage, okay, heutzutage würde ich nur Fernsehen sagen, aber auf jeden Fall was anderes. Wir sind so schnell in der Forschung, dass wir da relativ gut durchkommen. Ich würde jetzt fast sagen, wir gehen auf die Triode, weil dann können wir nachher Unterhaltung und so weiter fortsetzen. Und wir müssen unbedingt jetzt mal schauen, dass wir ein paar die Verordnungen noch gut durchgehen. Die werden wir noch im heutigen Part durchschauen, was für welche noch sinnvoll sind oder welche neu machen sollen. Verbot für Empfängnishüpfung, Stilllegung der Gasinfrastruktur können wir leider noch nicht. Verbot des regellosen Überquerens der Straße. Finde ich sehr wichtig, dass wir Ampeln jetzt einsetzen. Die Vagabundenhilfe werden wir auch machen. Und das Verbot für Pornografie lasse ich nach.
Wir können ja nicht alles verbieten, was gut ist in der Welt oder was ja, benutzt wird von Leuten. So, die Bezirksveränderung, die machen wir heute noch, würde ich sagen. Die kriegen wir mit diesmal mit Leichtigkeit durch. Wir sind noch mördergut mit der Stadtkasse, aber das wird sich schnell ändern, indem wir eine Änderung des Bezirks machen und eine Stadtbahn einrichten. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Aufnahmesession. Sie war zwar ein bisschen kurz, aber wir haben einiges geschafft. Wir sind jetzt Bürgermeister. Wir müssen jetzt nachher bald wieder, ich glaube, uns bald wieder den nächsten Bürgermeisterwahl stellen. Und ich hoffe, dass das Ganze so weitergeht, so gut. Das sieht man schon, der wird auch immer größer, der Bahnhof. Der Hafen, nicht der Bahnhof oben auch. Aber für heute war es das und ich würde sagen, wir sehen uns im morgigen Bad wieder, wenn es weitergeht bei Urban Empire. Bis dann, tschüss.